Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, das heute ein bisschen später kommt als sonst, weil ich unbedingt dieses Weihnachtsgeschenke-Video abdrehen wollte und das konnte man schlecht vorfilmen, deswegen kommt es heute einen Tag später. Aber ich hoffe, ihr freut euch trotzdem darüber. Ich hatte wirklich ein super, super schönes Weihnachtsfest dieses Jahr. Ich hoffe, es war bei euch auch schön. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und bevor wir anfangen, ein Weihnachtsgeschenk sozusagen, das ich von NYX geschenkt bekommen habe, das möchte ich an euch weiterschenken, weil ich habe schon ziemlich viel Schminke. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich irgendwer von euch wirklich richtig doll darüber freuen wird. Und so als kleine Weihnachtsverlosung fand ich das ganz cool. Also, haltet euch fest, die Palette ist nämlich wirklich heftig. Ja, die sieht so aus. Also, falls ihr die gewinnen wollt, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Instagram-Account vorbei, weil da wird die Verlosung stattfinden, weil es da halt einfach wirklich viel, viel einfacher ist. Und viele von euch haben ja Instagram und bla 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 und ihr kennt das ganze Jahr. Also schaut auf jeden Fall in der Infobox vorbei. Und jetzt ist was runtergefallen. Egal. Ansonsten würde ich sagen, legen wir jetzt los mit dem Video. Okay, fangen wir an mit etwas, was ich von meiner Mama geschenkt bekommen habe. Und zwar ist das dieser Bademantel hier. Und ganz ehrlich, ich dachte, ich habe mir nämlich einen Bademantel von ihr gewünscht. Und ich dachte, sie wird mir so einen weißen oder hellblauen oder so besorgen. Aber sie hat einfach einen mit rosa Herzchen bestellt oder gekauft. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, von was für einer Firma das ist. Also hier steht Bianetta drauf, aber keine Ahnung, aus was für einem Geschäft das ist. Aber wie schön ist der bitte? Nummer 2 muss ich eigentlich noch ein bisschen auspacken. Das wollte ich nämlich gestern nicht machen, weil es einfach so schön aussah und ich wollte es euch so zeigen. Das ist eine Kerze, die meine Cousine selbst gemacht hat. Und sie hat, glaube ich, auch diese Christbaumkugel hier selbst befüllt. Ich glaube, die konnte man ganz gut irgendwie so auf Amazon halt einfach leer bestellen und dann mit irgendwas füllen, was einem halt gefallen hat oder Glitzer reintun oder so. Ich habe mal so ein DIY auf YouTube gesehen. Und vor allem, ganz ehrlich, als ich die Kerze jetzt so zum ersten Mal in der Hand hatte, dachte ich, sie hätte das irgendwie in einem Blumengeschäft oder in irgendeinem Dekoladen gekauft, weil ich einfach finde, dass das so schön aussieht. Moment, ich mache sie jetzt mal auf, dann könnt ihr die vielleicht auch besser sehen. Ja, so sieht die Kerze aus. Also sie hat unten so einen kleinen Mini-Baumstamm praktisch so da drauf geklebt auf die Kerze. Und um die Kerze herum sind halt Zimtstangen geklebt. Ich kann mir das richtig schön vorstellen, wenn die Kerze dann leuchtet. Und vor allem, es riecht richtig gut. Als nächstes kommt noch etwas richtig Cooles von meiner Mama. Und zwar, oh mein Gott, die sehen in der Kamera ja total krass aus. Viel glänzender irgendwie, als sie in echt eigentlich sind. Meine alten Schminktaschen sind nämlich so vergammelt und alt teilweise. Und die sehen einfach so schön niegelnagelneu aus. Ja, und die eine ist halt etwas kleiner, die andere ist etwas größer. Noch eine Sache, über die ich mich mega gefreut habe von meiner Mama, das ist hier drin. Und zwar ist das ein Armband. Und das hat sie bei so einem, also es war keine Juwelierkette, sondern halt bei irgendeinem Goldschmied, glaube ich, gekauft, hat sie mir erzählt, der halt so selbst eigene Designs und sowas macht und halt jetzt nicht irgendwie so, weiß ich nicht, Massenware, sondern halt echt einfach so kleine Unikate und sowas, ganz ehrlich, sowas finde ich einfach richtig, richtig toll. Und ich finde sowas, weiß ich nicht, bekommt man auch heutzutage total selten. Deswegen habe ich mich ganz besonders darüber gefreut. Das ist ein silbernes Armband. Es passt mir wirklich richtig gut. Viele Armbänder sind mir irgendwie zu groß, weil ich generell ein bisschen klein bin. Und ja, das passt aber halt wirklich gut und man könnte es sogar auch noch kleiner machen, wenn man möchte. Als nächstes hat sie mir noch etwas gekauft, wovon ich gar nicht wusste, dass es überhaupt existiert, aber dazu hat man Mamas, ganz ehrlich. Und zwar ist das eine Backmatte. Die ist von IKEA. Das weiß ich, weil es hier drauf steht. Und ja, das ist eigentlich das, was der Name halt sagt. So eine hellblaue Matte, die sich so ein bisschen gummiartig anfühlt. Ich glaube, das ist eine Art Silikon, könnte ich mir zumindest vorstellen. Als nächstes habe ich dieses richtig coole Teil hier bekommen und zwar nennt sich das Tidy Up. Ich habe das jetzt schon mal aufgebaut, beziehungsweise mein Bruder hat es für mich aufgebaut. Das ja, sieht nämlich so aus, dass man hier diese einzelnen Elemente einfach rausnehmen kann und sich halt einfach diese kleinen Fächer so groß oder klein gestalten kann, wie man möchte. Und das sind so Einsätze, die wirklich hundertprozentig genau in diese Alex-Schubladen von IKEA reinpassen. Und da drin bewahre ich halt meine Schminksammlung auf. Und das wird einfach nur einen riesen Spaß machen, meine ganzen Lippenstifte und Lidschatten und sowas in die kleinen Fächer reinzutun. Oh mein Gott, das wird so Spaß machen. Dann habe ich noch ein kleines Weihnachtsgeschenk von der lieben Julia vom Kanal Julia Beauty X geschenkt bekommen. Und zwar kam das genau am 24. morgens noch mit der Post an. Und das sind ihre 3 Handcremes. Ich habe mich super darüber gefreut, weil ich die noch nicht ausprobiert habe. Vielleicht werde ich sogar eine von den anderen beiden Handcremes verlosen, weil wenn ich so drüber nachdenke, 3 Handcremes aufzubrauchen und ich habe noch ein paar mehr, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Und so häufig benutze ich Handcreme nämlich gar nicht.
Und von meinem Papa habe ich noch eine Powerbank bekommen. Die ist wirklich richtig dünn und leicht. Also sie sieht irgendwie schwerer aus, als sie eigentlich ist. Dann, oh mein Gott, etwas, worüber ich mich so sehr gefreut habe. Das habe ich von Henrik geschenkt bekommen. Das sind Tickets zu dem allerersten Konzert, auf dem ich jemals in meinem Leben sein werde. Ich war nämlich wirklich noch nie auf einem richtigen Konzert. So kleinere Konzerte vielleicht, aber noch nie so ein richtig großes. Und das wird in der LTU Arena, glaube ich, in Düsseldorf. Nee, Esprit Arena steht hier drauf. In der Esprit Arena in Düsseldorf stattfinden. Und die ist, soweit ich weiß, wirklich richtig groß. Und zwar sind das Karten für Robbie Williams. Und für mich persönlich war es halt eine totale Überraschung, weil Henrik Robbie Williams einfach hasst. Wie, weiß ich nicht, wahrscheinlich 90% der männlichen Bevölkerung. Der hört halt überhaupt nicht solche Musik. Aber so gerade die alten Lieder von ihm gefallen mir wirklich gut. Und ich kenne sehr viele davon einfach in- und auswendig, auch wenn es totale Schnulzen sind und voll übertrieben. Keine Ahnung, ich kann nichts dafür. Es gefällt mir einfach. Und ja, jetzt gehen wir dahin. Dann habe ich noch das hier geschenkt bekommen, was vielleicht ein bisschen merkwürdig erscheint, weil es sind halt so Essstäbchen. Aber ich esse voll gerne Sushi in letzter Zeit oder generell so asiatische gebratene Nudeln und sowas. Und ich wollte auch mal ausprobieren, sowas zu Hause halt selbst zu machen irgendwie. Eine Kleinigkeit, die ich auch noch von einer Freundin geschenkt bekommen habe. Wir haben uns halt wirklich nur so ganz, ganz kleine Sachen geschenkt. Das ist dieses Lip Scrub hier. Und zwar heißt das Sugar Plum Fairy von Lush. Ich hatte schon zweimal das Mint Juleps Lip Scrub von Lush. Boah, ist voll schwer zu sagen. Und das habe ich jetzt auch schon so dreimal benutzt. Es riecht so unglaublich gut. Also vielen, vielen Dank auch dafür. Und das war das Video für heute. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, wie euer Weihnachtsfest so war, ob es euch gefallen hat. Was macht ihr jetzt generell so in den Weihnachtstagen? Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch ein bisschen zu entspannen und einfach so die Zeit mit der Familie zu genießen und jede Menge essen. Weil bei uns gibt es immer massenweise Essen an Weihnachten. Ehrlich gesagt, wir werden auch gleich zu Mittag essen, deswegen sollte ich jetzt langsam aufhören mit diesem Video und mich umziehen. Ich verlinke euch am Ende noch meine ganzen Social Media Accounts und meine letzten beiden Videos und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut und ciao!